Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, neue Ansätze für die ambulante medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Na, damit haben Sie mich ja, liebe Frau Anger. Und nicht nur mich, zahlreiche politische Gremien, Fachgesellschaften, aber auch meine Kommilitonen an den Hochschulen denken gerade intensiv daran herum, mit welchen Ideen wir uns in Deutschland der nicht von der Hand zu weisenden Tatsache stellen, dass die Gesundheitsversorgung in den etablierten Strukturen unter den Rahmenbedingungen des demografischen Wandels nicht zukunftsfähig ist. Ich selber habe übermorgen eine Posterpräsentation zu genau diesem Thema und bin schon wahnsinnig aufgeregt. Es braucht neue Antworten und es braucht differenzierte Antworten in Stadt und Land. Gerade im Bereich der Gesundheitsversorgung und der medizinischen Betreuung braucht es Leistungsangebote, die auf die Eigenheiten der ländlichen Region reagieren. Neue Ansätze sind gefragt. Und da wird es nicht reichen, Ärztinnen einfach aus der Praxis in die rollende Praxis umzusetzen. Denn Ärztinnen haben wir halt nicht genug. Das ist Teil des Problems. Mitdenken müssen wir also immer auch sektorenübergreifende und vor allem multiprofessionelle Ansätze. Die Kollegin hat es gerade schon benannt. Wie gut, dass es bei der Professionalisierung und auch der Akademisierung der anderen Gesundheitsberufe im Moment so viel Potenzial zu heben gibt. Mit der klassischen Arztzentrierung in Deutschland werden wir nicht weiterkommen. Das schmeckt der KV nicht, aber das muss eben trotzdem Teil der Antwort sein. Wir werden ebenso wenig weiterkommen mit der klassischen Trennung von Einzelarztpraxen und Krankenhäusern, mit den Angeboten, die einzig auf die Kurierung einzelner Krankheiten und Leiden schauen und Ansätze wie Public Health oder Prävention ausblenden, werden wir ebenso wenig weiterkommen. Die Linken machen dazu einen bedenkenswerten Vorschlag namens Medimobil, der Medibus in Hessen, das ist gerade schon benannt worden, ein Erfolgsprojekt des damaligen grünen Sozialministeriums hat vorgemacht, dass der Ansatz mobiler Gesundheitsleistungen funktionieren kann. Mit dem Medibus 2.0 ist übrigens bereits ein fortgeschrittenes Konzept in Hessen auf der Straße. Und wir schlagen vor, in Sachsen-Anhalt diese Weiterentwicklung gleich mitzudenken. Nicht nur eine Unterstützung der haus- und fachärztlichen Betreuung vorzusehen, sondern die weitere Integration von Leistungen eben anderer Gesundheitsberufe. Das kann in Richtung Pflegeberatung gehen. Die Ministerin hat es gerade schon gesagt, der Weg ist relativ einfach. Aber wenn wir über Pilotprojekte reden, dann kann das auch in Richtung Prävention, in Richtung Beratung zur Patientenverfügung und mit Community Health Nurses durchaus auch in eigene Behandlungskompetenzen gehen. Mir gefällt das Bild eines rollenden Gesundheitskiosks dafür sehr gut. Vor einer Weile in aller Munde, etwa in Hamburg, konkret umgesetzt, war ein Vorwurf an dieses Kioskkonzept die Fokussierung auf den städtischen Raum. Wenn wir dieses Angebot mobil gestalten und an unseren Defiziten ausrichten, dann ist das auch hierzulande anschlussfähig. Hier können wir aus Hessen lernen. Hier sollte das Land das Konzept gleich breiter denken und sich auch an Akteure wenden, die über die Ärzteschaft hinausgehen. Lassen Sie uns auch in diesem Bereich modern denken. Vielen Dank.